die heilige Schwester Faustina und die armen Seelen, ihre Visionen über Sterbende und Verstorbene. Schwester Maria Faustina, die Apostelin der Barmherzigkeit Gottes, gehört heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Durch sie vermittelt Jesus Christus der Welt die große Botschaft von der Barmherzigkeit Gottes und zeigt ein Vorbild christlicher Vollkommenheit, das sich auf Vertrauen zu Gott und eine Haltung der Barmherzigkeit gegenüber den Nächsten gründet. Sie wurde am 25. August 1905 als drittes von 10 Kindern der Familie von Manana und Stanislav Kowalski geboren. Im 9. Lebensjahr empfing sie die erste heilige Kommunion, die sie im Bewusstsein der Gegenwart des göttlichen Gastes in ihrer Seele tief erlebte. Die Stimme der Berufung vernahm sie in ihrer Seele bereits seit dem 7. Lebensjahr. Unter dem Eindruck einer Vision des leidenden Christus fuhr sie nach Warschau und trat dort am 1. August 1925 in die Kongregation der Schwestern der Mutter Gottes der Barmherzigkeit ein. Das Fundament ihrer Geistlichkeit bildet das Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes, das sie im Worte Gottes zu ergründen suchte und in das sie sich im Alltag ihres Lebens vertiefte. Die Erkenntnis der Barmherzigkeit Gottes und die Vertiefung in sie entwickelten in ihr die Haltung eines kindlichen Vertrauens zu Gott und der Barmherzigkeit gegenüber den Nächsten. Sie war sich ihrer Rolle in der Kirche bewusst und arbeitete mit der Barmherzigkeit Gottes im Werke der Rettung verlorener Seelen zusammen. Auf den Wunsch von Jesus Christus hin und seinem Beispiel folgend brachte sie deshalb ihr Leben zum Opfer dar. In ihrem geistigen Leben zeichnete sie sich auch durch die Liebe zur Eucharistie und eine tiefe Verehrung der Mutter Gottes der Barmherzigkeit aus. Die Jahre ihres Ordenslebens waren von außergewöhnlichen Gnaden erfüllt. Von Erscheinungen, Visionen, verborgenen Stigmata, der Teilnahme an der Passion Christi, der Gabe der Bilokation, dem Lesen in den menschlichen Seelen und Prophezeiungen. Der lebendige Kontakt mit Gott, der Mutter Gottes, den Engeln, Heiligen, den Seelen im Fegfeuer. Die ganze übernatürliche Welt war für sie nicht weniger real und wirklich als die mit den Sinnen wahrnehmbare Welt. Die Sendung der Schwester Maria Faustina wurde in ihrem Tagebuch beschrieben, das sie auf Wunsch von Jesus und ihren Beichtvätern führte. Sie schrieb dort alle Wünsche, die Jesus ihr gegenüber äußerte, getreulich nieder und beschrieb auch die Begegnungen ihrer Seele mit ihm. Sekretärin meines tiefsten Geheimnisses, sprach Jesus zu Schwester Faustina, du hast die Aufgabe, alles aufzuschreiben, was ich dich über meine Barmherzigkeit erkennen lasse, und zwar zum Nutzen der Seelen, die diese Schriften lesen. Sie erfahren in ihrer Seele Trost und Mut, sich mir zu nähern. Aus dem Tagebuch 1693. Dieses Werk bringt uns das Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes auf außergewöhnliche Weise näher. Es begeistert nicht nur einfache Menschen, sondern auch Wissenschaftler, die in ihm eine zusätzliche Quelle für ihre theologischen Forschungen entdeckten. Schwester Maria Faustina starb in Krakau am 5. Oktober 1938 im Alter von nur 33 Jahren, aufgezehrt durch Krankheit und verschiedene Leiden, die sie als freiwilliges Opfer für die Sünde auf sich genommen hatte. Voll geistiger Reife und mystisch mit Gott vereint. Der Ruf der Heiligkeit ihres Lebens wuchs mit der Ausbreitung der Andacht zur Barmherzigkeit Gottes und in dem Maße, in dem Gnaden durch ihre Fürbitte gewährt wurden. Aus dem Tagebuch der Faustina Kowalska. Verbindung mit den Sterbenden. Heute betete ich für eine gewisse sterbende Seele, die ohne die heiligen Sakramente verschied, obwohl sie diese sehnlichst begehrte. Aber es war schon zu spät. Das war eine Verwandte, eine Tante. Ihre Seele war Gott gefällig. In dem Augenblick gab es zwischen uns keine Entfernung. Als ich eines Nachmittags in den Garten kam, sagte der Schutzengel zu mir, bete für die Sterbenden. Sofort fing ich an, zusammen mit den Gärtnerinnen den Rosenkranz zu beten. Danach beteten wir verschiedene Gebete für Sterbende. Nach Beendigung der Gebete redeten die Schülerinnen lustig miteinander. Trotz ihrer Reden hörte ich in meiner Seele deutlich die Worte, bete für mich. Als ich die Worte nicht richtig begreifen konnte, entfernte ich mich einige Schritte von den Schülerinnen und dachte nach, wer es wohl sein könnte, der nach meinem Gebet verlangt. Plötzlich hörte ich diese Worte.
ich bin die Schwester. Diese Schwester war in Warschau und ich in Wilno. Bete für mich, bis ich dir sage, wann du aufhören sollst. Ich liege im Sterben. Sofort fing ich an, innig zum sterbenden Herzen Jesu zu beten. Sie ließ mir keine Pause und ich betete so von 3 bis 5 Uhr. Um 5 Uhr hörte ich ein Dankeschön. Ich begriff, dass sie gestorben war. Am nächsten Tag betete ich während der Heiligen Messe inbrünstig für ihre Seele. Am Nachmittag kam eine Postkarte mit der Mitteilung, dass die Schwester gestorben sei, und zwar in der und der Stunde. Ich stellte fest, dass es die Stunde war, in der sie zu mir sagte, bete für mich. Am nächsten Tag, nach 12, als ich den Saal betrat, erblickte ich eine sterbende Person und ich erfuhr, dass die Agonie nachts begonnen hatte. Wie ich feststellen konnte, war es um die Zeit, als man mich um Gebet anflehte. Plötzlich hörte ich in meiner Seele die Stimme, bete das Rosenkranzgebet, das ich dich gelehrt habe. Ich lief, um meinen Rosenkranz zu holen, kniete neben der Sterbenden nieder und begann mit der ganzen Inbrunst meines Geistes zu beten. Plötzlich öffnete die Sterbende die Augen und sah mich an. Noch hatte ich das Gebet nicht beendet, da starb sie in merkwürdiger Ruhe. Inbrünstig bat ich den Herrn, die Verheißung zu erfüllen, die er mir für dieses Rosenkranzgebet gab. Der Herr ließ mich erkennen, dass diese Seele die mir vom Herrn verheißene Gnade erhalten hat. Das war die erste Seele, die das Versprechen des Herrn erfahren konnte. Ich fühlte, wie die Macht der Barmherzigkeit diese Seele umfing. Heute Abend erkannte ich, dass eine gewisse Seele mein Gebet benötigt. Ich betete inbrünstig, doch fühlte ich, dass es zu wenig war. Also verharrte ich länger im Gebet. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass um diese Stunde das Sterben einer Person begann und sich bis zum Morgen hinzog. Ich erkannte, welch schwere Kämpfe diese Seele hatte. Auf sonderbare Weise lässt der Herr mich wissen, wenn eine Seele im Todeskampf meines Gebetes bedarf. Ich spüre den Geist, der mich um Gebet bittet, lebhaft und deutlich. Ich wusste nicht, dass eine solche Verbindung zu den Seelen besteht. Oft sagt es mir mein Schutzengel. Oft bete ich in der innerlich erkannten Meinung immer so lange, bis ich in meiner Seele spüre, dass das Gebet erfolgreich war. Besonders jetzt, da ich hier im Krankenhaus bin, spüre ich die innere Verbundenheit mit den Sterbenden, die mich zu Beginn ihres Sterbens um Gebet bitten. Gott gab mir eine sonderbare Verbindung mit den Sterbenden. Jetzt, da es öfters geschieht, habe ich die Gelegenheit, sogar die genaue Stunde auszumachen. Heute um 11 Uhr abends wurde ich plötzlich geweckt und ich fühlte deutlich, dass bei mir ein Geist war und mich um Gebet bat. Irgendeine Kraft zwang mich förmlich zu beten. Meine Erkenntnis ist rein geistig. Sie kommt durch eine plötzliche Erleuchtung, die mir Gott in diesem Augenblick gewährt. Ich bete dann so lange, bis ich in meiner Seele Frieden verspüre. Nicht immer gleich lang. Manchmal kommt es vor, dass ich nach einem »Gegrüßet seist du, Maria« schon beruhigt bin. Dann bete ich noch aus der Tiefe, Psalm 130, und belasse es dabei. Manchmal kommt es vor, dass ich den ganzen Rosenkranz bete und dann erst Frieden empfinde. Heute konnte ich bemerken, wenn ich über eine lange Zeitspanne den Drang zum Gebet oder die innere Unruhe verspüre, ist die Seele in einem größeren und längeren Todeskampf. Zum Feststellen der Stunde habe ich folgende Methode. Ich habe eine Uhr und ich schaue nach der Zeit. Am nächsten Tag, wenn man mir vom Tod der entsprechenden Person berichtet, frage ich nach der Stunde, die dann ganz genau stimmt, auch in Bezug auf das Hinscheiden. Man sagt mir, die und die Person hatte einen schweren Todeskampf. Ein andermal sagt man zu mir, heute starb die und die Person, aber sehr schnell und friedlich ist sie eingeschlafen. Es kommt vor, dass der Sterbende in der zweiten oder dritten Baracke liegt, aber für den Geist gibt es keinen Raum. Es kommt vor, dass ich auf einige hundert Kilometer die gleiche Erkenntnis habe. Das geschah einige Male in Bezug auf Verwandte und meine Familie, auch in Bezug auf Ordensschwestern und Seelen, die ich im Leben überhaupt nicht gekannt hatte. O Gott unergründlicher Barmherzigkeit, der du mir erlaubst, mit unwürdigem Gebet den Sterbenden Linderung und Hilfe zu bringen, sei gesegnet so viele tausend Male,
wie Sterne am Himmel stehen und Wassertropfen in allen Ozeanen sich befinden. Möge die Kunde von deiner Barmherzigkeit auf dem ganzen Erdball erklingen und sich bis zu deinem Thron erheben als Lobpreis deiner größten Eigenschaft, deiner unbegreiflichen Barmherzigkeit. O Gott, diese unergründliche Barmherzigkeit versetzt heilige Seelen und alle himmlischen Geister in immer neues Entzücken. Diese reinen Geister versenken sich in heiliges Staunen und preisen die unbegreifliche Barmherzigkeit Gottes, die sie in neues Entzücken führt. Ihr Lobpreis geschieht in vollendeter Weise. O ewiger Gott, wie heiß ist meine Begierde, deine größte Eigenschaft zu preisen, nämlich deine unergründliche Barmherzigkeit. Ich sehe, wie gering ich bin, und ich kann mich nicht messen mit den Himmelsbewohnern, die in heiliger Bewunderung die Barmherzigkeit des Herrn preisen. Aber auch ich habe einen Weg gefunden, diese unbegreifliche Barmherzigkeit vollendet anzubeten. Meine Verbindung mit den Sterbenden ist weiterhin sehr eng. O, wie unbegreiflich ist Gottes Barmherzigkeit, dass der Herr mir erlaubt, mit meinem unwürdigen Gebet den Sterbenden zu Hilfe zu kommen. Soweit es möglich ist, bemühe ich mich, bei jedem Sterbenden zu sein. Vertraut auf Gott, denn er ist gut und unbegreiflich. Seine Barmherzigkeit übersteigt unsere Begriffe. Meine Verbindung mit den Seelen Sterbender ist so eng wie früher. Oft begleite ich die Seele eines Sterbenden in weiter Entfernung, aber meine größte Freude ist, wenn ich sehe, dass die Verheißung der Barmherzigkeit sich an den Seelen vollzieht. Der Herr ist treu. Was er einmal sagt, das hält er. Eine bestimmte Seele, die auf unserer Abteilung war, lag im Sterben. Sie quälte sich sehr. 3 Tage dauerte ihr Sterben. Gelegentlich war sie bei Bewusstsein. Der ganze Saal betete für sie. Auch ich wollte dorthin gehen, aber die Mutter Oberin hatte mir ja verboten, zu den Sterbenden zu gehen. So betete ich in meinem Einzelzimmer für diese Seele. Als ich hörte, dass sie sich immer noch quält und es ungewiss sei, wann das Ende kommt, berührte mich etwas in meiner Seele und ich sagte zum Herrn: Jesus, wenn dir alles, was ich tue, lieb ist, so bitte ich dich zum Zeichen dafür, diese Seele möge sich nicht quälen, sondern umgehend in die ewige Glückseligkeit eingehen. Einige Minuten darauf erfuhr ich, dass diese Seele so friedlich und schnell eingeschlafen war, dass man nicht mehr rechtzeitig die Kerze anzünden konnte. Kontakt mit Sterbenden. Sie bitten mich ums Gebet. Ich kann beten, denn eigentümlicherweise gibt mir der Herr den Geist des Gebetes. Ich bin ständig mit ihm verbunden. In der ganzen Fülle spüre ich, dass ich für die Seelen lebe, um sie zu deiner Barmherzigkeit, o Herr, zu führen. In dieser Richtung ist kein Opfer zu klein. Heute erfuhr ich vom Tod einer unserer Schwestern, die in Plock starb. Noch ehe man mich von ihrem Tod unterrichtete, war sie bei mir. Heute empfand ich, dass eine sterbende Seele nach Gebet verlangte. Ich betete so lange, bis ich fühlte, dass sie gestorben ist. Oh, wie sehr brauchen Sterbende das Gebet. Oh, Jesus, erleuchte die Seelen, dass sie oft für Sterbende beten. Heute war ich bei einer sterbenden Person in der Gegend meines Heimatortes. Ich unterstützte sie mit Gebet. Nach einer Weile spürte ich an Händen, Füßen und in der Seite Schmerzen, die aber nicht lange anhielten. Als ich kurz die Kapelle betrat, sagte mir der Herr: Meine Tochter, hilf mir, einen bestimmten sterbenden Sünder zu retten. Bete für ihn das Rosenkranzgebet zur Barmherzigkeit, das ich dich gelehrt habe. Als ich mit dem Gebet begann, sah ich den Sterbenden in furchtbaren Qualen und Kämpfen. Der Schutzengel verteidigte ihn, doch war er irgendwie machtlos angesichts des riesigen Elends dieser Seele. Eine ganze Menge Teufel wartete auf die Seele. Doch während ich betete, erblickte ich Jesus in der Gestalt, wie er auf dem Bild dargestellt ist. Die Strahlen, die aus Jesu Herzen kamen, umfingen den Kranken und die Mächte der Finsternis ergriffen panikartig die Flucht. Der Kranke tat still seinen letzten Atemzug. Als ich zu mir kam, begriff ich, wie wichtig das Gebet bei Sterbenden ist. Es beschwichtigt den Zorn Gottes. Heute begleitete ich im Geiste eine Seele, die im Sterben lag. Ich erbat für sie das Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit. Sie war am Rande der Verzweiflung. Oft habe ich mit Sterbenden zu tun, denen ich Gottes Barmherzigkeit erbitte. Wie groß ist doch die Güte Gottes, größer als wir begreifen können. Es gibt Momente und Geheimnisse der Barmherzigkeit Gottes, über welche die Himmel staunen. Unsere Urteile über Seelen sollten verstummen,
denn Gottes Barmherzigkeit ihnen gegenüber ist sonderbar. Plötzlich fand ich mich in einer fremden Hütte, wo ein älterer Mensch in furchtbaren Qualen im Sterben lag. Um sein Lager herum waren viele Satane und die weinende Familie. Als ich zu beten begann, stoben die Geister der Finsternis mit Zischen und Drohungen auseinander. Die Seele beruhigte sich und voller Vertrauen verschied sie im Herrn. Im gleichen Augenblick sah ich mich in meinem Zimmer. Ich weiß nicht, wie das vor sich ging. Verkehr mit armen Seelen. Die Vorgesetzten haben mich nach Krakau ins Noviziat geschickt. Eine unbegreifliche Freude herrschte in meiner Seele. Als wir im Noviziat ankamen, lag eine Schwester im Sterben. Nach einigen Tagen kam diese Schwester als arme Seele zu mir, befahl mir, zur Novizenmeisterin zu gehen und zu sagen, sie möge ihren Beichtvater, den Priester Rosbond, bitten, für sie eine heilige Messe zu lesen und 3 Stoßgebete zu verrichten. Im ersten Augenblick sagte ich zu, aber am nächsten Tag dachte ich, lieber doch nicht zur Mutter zu gehen, weil ich nicht verstehe, ob es Wirklichkeit oder Traum war. Also ging ich nicht. In der folgenden Nacht wiederholte sich dasselbe deutlicher. Darüber hatte ich keinen Zweifel mehr. Trotzdem beschloss ich am Morgen, nicht zur Novizenmeisterin zu gehen. Ich sagte es erst, wenn ich sie tagsüber sehe. Gleich darauf begegnete ich ihr im Korridor. Sie machte mir Vorwürfe, dass ich nicht sofort gegangen war, und meine Seele erfüllte eine große Unruhe. Also ging ich gleich zur Novizenmeisterin und erzählte alles, was geschehen war. Die Mutter antwortete, sie werde die Angelegenheit erledigen. Sofort kehrte Ruhe in meine Seele ein und am dritten Tag kam diese Schwester und sagte zu mir, vergelt's Gott. Einmal in der Nacht kam eine unserer Schwestern, die vor 2 Monaten verstorben war, zu mir. Sie hatte dem ersten Chor angehört. Ich sah sie in einem furchtbaren Zustand, ganz in Flammen, mit schmerzverzerrtem Gesicht. Das dauerte nur kurz, dann verschwand sie. Schauer durchbohrten meine Seele, denn ich wusste nicht, wo sie leidet, ob im Fegfeuer oder in der Hölle. Doch ich verdoppelte meine Gebete für sie. In der darauffolgenden Nacht kam sie wieder. Ich erblickte sie in einem noch schrecklicheren Zustand. In schlimmeren Flammen auf ihrem Gesicht malte sich Verzweiflung. Es wunderte mich sehr, dass ich sie, nach meinen Gebeten, die ich für sie aufgeopfert hatte, in einem noch schlimmeren Zustand sah. Und ich fragte, haben dir meine Gebete nicht geholfen? Sie entgegnete mir, meine Gebete hätten nicht geholfen und würden nicht helfen. Ich fragte, und die Gebete, welche die ganze Kongregation für dich aufgeopfert hat, brachten dir auch keine Hilfe? Sie antwortete, nein. Diese Gebete kamen anderen Seelen zugute. Ich erwiderte, wenn meine Gebete dir nicht helfen, so bitte ich, nicht mehr zu mir zu kommen. Sie verschwand sofort, aber ich hörte nicht auf zu beten. Nach einiger Zeit kam sie wieder in der Nacht zu mir, aber schon in einem anderen Zustand. Sie war nicht mehr von Flammen umgeben wie zuvor und ihr Gesicht strahlte. Die Augen glänzten vor Freude und sie sagte zu mir, ich hätte wahre Nächstenliebe. Viele andere Seelen hätten von meinen Gebeten Nutzen gehabt und sie ermunterte mich, mit dem Gebet für die im Fegfeuer leidenden Seelen nicht aufzuhören und sagte, dass sie nur noch kurz im Fegfeuer bleiben müsse. Gottes Urteile sind doch eigenartig. Am Abend, als ich im Garten spazierend den Rosenkranz betete, kam ich zum Friedhof, öffnete einen Spalt weit das Tor, betete eine Weile und fragte die Verstorbenen innerlich, sicher seid ihr sehr glücklich. Darauf hörte ich die Worte, in dem Maß sind wir glücklich, indem wir den Willen Gottes erfüllt haben. Danach Stille wie zuvor. Ich ging in mich und dachte lange nach, wie ich Gottes Willen erfülle und wie ich die mir von Gott geschenkte Zeit nutze. Als ich vor aller Seelen zur Dämmerstunde zum Friedhof ging, fand ich den Eingang geschlossen. Ich öffnete jedoch das Tor ein wenig und sagte, ihr Seelen, falls ihr etwas verlangt, will ich dem gern nachkommen, soweit es die Regel erlaubt. Da hörte ich die Worte, erfülle den Willen Gottes. Wir sind insofern glücklich, als wir den Willen Gottes getan haben. Zur Abendstunde kamen die Seelen und baten mich um Gebet. Ich betete viel für sie. Als die Prozession abends vom Friedhof zurückkehrte, sah ich eine Menge Seelen mit uns in die Kapelle gehen und gemeinsam mit uns beten. Ich betete viel, denn dazu hatte ich von meinen Oberen die Erlaubnis.
In der Nacht besuchte mich wieder eine Seele, die ich schon einmal gesehen hatte. Sie bat mich aber nicht um Gebet, sondern machte mir Vorwürfe, dass ich einmal sehr eitel und stolz gewesen sei und mich nun nur für andere einsetze, obwohl ich jetzt noch manche Fehler habe. Ich entgegnete, ja, ich war sehr eitel und stolz, aber ich habe das schon gebeichtet und meine Dummheit gebüßt. Jetzt vertraue ich der Güte meines Gottes. Wenn ich jetzt noch falle, dann ungewollt, niemals absichtlich, auch nicht in der kleinsten Sache. Die Seele begann, mir Vorwürfe zu machen, weshalb ich ihre Größe nicht anerkenne, wie alle es tun, angesichts ihrer großen Taten, weshalb nur ich allein ihr keine Ehre erweise. In dem Moment erkannte ich, dass diese Gestalt der Satan war, und ich sagte, Gott allein gebührt Ehre, geh hinweg, Satan! Sofort stürzte die Seele in einen fürchterlichen, unbegreiflichen und nicht beschreibbaren Abgrund. Ich sagte zu dieser elenden Seele, dass ich davon der ganzen Kirche berichten werde. An einem Abend kam eine der verstorbenen Schwestern zu mir, die auch schon zuvor einige Male bei mir war. Als ich sie das erste Mal sah, war sie sehr leidend. Dann nahmen die Leiden stufenweise ab. An diesem Abend sah ich sie strahlend vor Glück und sie sagte mir, dass sie schon im Himmel sei und dass Gott dieses Haus die Plage erfahren ließ, weil die Mutter Generaloberin sich dem Zweifel hingegeben hatte und nicht so recht glauben wollte, was ich von dieser Seele gesagt habe. Nun aber, zum Zeichen, dass sie jetzt erst im Himmel sei, würde Gott dieses Haus segnen. Dann kam sie auf mich zu, umarmte mich herzlich und sagte, ich muss schon gehen. Ich begriff, wie eng die drei Etappen im Leben der Seelen miteinander verbunden sind. Erde, Fegfeuer, Himmel. 2. November 1936. Am Abend nach der Vesperandacht ging ich auf den Friedhof, betete dort eine Weile und erblickte eine unserer Schwestern, die mir sagte, wir sind in der Kapelle. Ich begriff, dass ich in die Kapelle gehen sollte, um dort zu beten und Ablässe zu gewinnen. Am nächsten Tag sah ich während der Heiligen Messe, wie sich drei weiße Tauben vom Altar zum Himmel erhoben. Ich hatte die Erleuchtung, dass nicht nur die drei Seelen, die ich sah, in den Himmel gingen, sondern auch viele andere, die nicht innerhalb unserer Anstalt gestorben waren. Oh, wie gut und barmherzig ist der Herr! In der Nacht wurde ich plötzlich geweckt und ich erkannte, dass mich irgendeine Seele um Gebet bat, weil sie sich in großer Not, die nur durch Gebet überwunden werden konnte, befand. Kurz, aber aus ganzer Seele bat ich den Herrn um Gnade für sie. Am nächsten Tag nach 12, als ich den Saal betrat, erblickte ich eine sterbende Person und ich erfuhr, dass die Agonie nachts begonnen hatte. Wie ich feststellen konnte, war es um die Zeit, als man mich um Gebet anflehte. Plötzlich hörte ich in meiner Seele die Stimme, bete das Rosenkranzgebet, das ich dich gelehrt habe. Ich lief, um meinen Rosenkranz zu holen, kniete neben der Sterbenden nieder und begann, mit der ganzen Inbrunst meines Geistes zu beten. Plötzlich öffnete die Sterbende die Augen und sah mich an. Noch hatte ich das Gebet nicht beendet, da starb sie in merkwürdiger Ruhe. Inbrünstig bat ich den Herrn, die Verheißung zu erfüllen, die er mir für dieses Rosenkranzgebet gab. Der Herr ließ mich erkennen, dass diese Seele die mir vom Herrn verheißene Gnade erhalten hat. Das war die erste Seele, die das Versprechen des Herrn erfahren konnte. Ich fühlte, wie die Macht der Barmherzigkeit diese Seele umfing. Als ich in meine Abgeschiedenheit eintrat, hörte ich die Worte, jede Seele, die dieses Rosenkranzgebet betet, verteidige ich in der Stunde des Todes wie meine Ehre. Auch wenn andere bei einem Sterbenden so beten, erhält er den gleichen Ablass. Wenn dieses Gebet bei Sterbenden gebetet wird, sänftigt sich der Zorn Gottes und unergründliche Barmherzigkeit umfängt die Seele. Die Tiefen meiner Barmherzigkeit werden durch die schmerzhaften Leiden meines Sohnes bewegt. Oh, würden doch alle erkennen, wie groß die Barmherzigkeit des Herrn ist und wie sehr wir alle dieser Barmherzigkeit bedürfen, besonders in dieser entscheidenden Stunde. Heute habe ich mit den Geistern der Finsternis einen Kampf um eine Seele ausgetragen. Wie sehr hasst der Satan die Barmherzigkeit Gottes. Ich sehe, wie er sich diesem ganzen Werk entgegenstellt. O barmherziger Jesus, am Kreuz ausgestreckt, gedenke unserer Todesstunde
O barmherzigstes Herz Jesu, mit der Lanze geöffnet, verbirg mich in meiner letzten Sterbestunde. O Blut und Wasser, dem Herzen Jesu als Quelle unergründlicher Barmherzigkeit für mich entströmt. Sterbender Jesus, Geisel der Barmherzigkeit, beschwichtige in meiner Todesstunde den Zorn Gottes. 9.7.1937. Am Abend kam eine unserer verstorbenen Schwestern zu mir. Sie bat mich um einen Fastentag und die Aufopferung aller Tagesübungen für sie. Ich sagte zu. Am nächsten Tag, gleich am Morgen, begann ich alles in der Meinung der Schwester zu tun. Während der Heiligen Messe litt ich kurz ihre Qualen. Ich spürte in meiner Seele einen so starken Hunger nach Gott, dass ich meinte, vor Sehnsucht nach Vereinigung mit ihm zu sterben. Es dauerte nicht lange, aber ich begriff, was die Sehnsucht der Seelen im Fegfeuer ist. Gleich nach der Heiligen Messe bat ich die Mutter Oberin um Fastenerlaubnis, erhielt sie aber nicht, weil ich krank war. Als ich aus der Kapelle ging, hörte ich die Worte: Würden Sie, Schwester, fasten, hätte ich erst am Abend Linderung erfahren. Aber des Gehorsams wegen, der Ihnen, Schwester, zu fasten verbot, erhielt ich die Linderung sofort. Gehorsam hat große Macht. Nach diesen Worten hörte ich: Vergelt's Gott. Meine Sekretärin, schreibe, dass ich Sündern gegenüber freigebiger bin als Gerechten. Für sie bin ich auf die Erde herabgekommen. Für sie habe ich Blut vergossen. Sie sollen sich nicht fürchten, sich mir zu nähern. Sie brauchen meine Barmherzigkeit am nötigsten. 16.09.1937. Heute hatte ich den sehnlichen Wunsch, die heilige Stunde vor dem allerheiligsten Altarsakrament abzuhalten. Aber Gottes Wille war anders. Um 8 Uhr bekam ich so heftige Schmerzen, dass ich sofort ins Bett gehen musste. 3 Stunden lang wand ich mich in diesen Schmerzen, bis 11 Uhr abends. Es half keine Arznei. Was ich einnahm, musste ich erbrechen. Zeitweilig raubten mir diese Schmerzen das Bewusstsein. Jesus gab mir zu erkennen, dass ich damit an seinem Sterben teilnahm und dass er selbst diese Leiden zuließ, als Sühne vor Gott für die im Mutterleib gemordeten Kinder. Diese Qualen habe ich schon 3-mal erlitten. Sie beginnen stets um 8 und dauern bis 11 Uhr abends. Kein Medikament kann diese Schmerzen lindern. Kurz vor 11 gehen die Schmerzen von selbst zurück und ich schlafe sofort ein. Am nächsten Tag fühle ich mich sehr schwach. Das erste Mal erlebte ich das im Sanatorium. Die Ärzte konnten nicht feststellen, was das ist. Keine Spritze und kein Medikament half. Auch ich selbst konnte nicht verstehen, was für Schmerzen das sein könnten. Ich sagte zum Arzt, dass ich ähnliche Schmerzen nie gehabt hätte. Er erklärte, dass er nicht wisse, was das für Schmerzen seien. Jetzt verstehe ich, wozu die Schmerzen sind. Denn der Herr gab mir die Erkenntnis. Wenn ich daran denke, dass ich möglicherweise wieder ähnlich leiden werde, überläuft mich ein Schauer. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Weise noch leiden werde. Ich überlasse es Gott, mir zu senden, was ihm gefällt. Ich nehme alles in Ergebenheit und Liebe an. Wenn ich durch diese Leiden wenigstens eine Seele vor Mord bewahren könnte. Heute, nach der Vesperandacht, ging eine Prozession auf den Friedhof. Ich konnte nicht mitgehen, weil ich an der Pforte Dienst hatte. Es störte mich wiederum nicht, für die armen Seelen zu beten. Als die Prozession vom Friedhof in die Kapelle zurückkam, spürte ich innerlich die Anwesenheit vieler Seelen. Ich erkannte die große Gerechtigkeit Gottes, in der jeder alles bis auf den letzten Schilling abtragen muss. Als Schwester Dominika in der Nacht gegen 1 Uhr starb, kam sie zu mir und sagte, dass sie gestorben sei. Ich betete inbrünstig für sie. Am Morgen berichteten mir die Schwestern, dass sie nicht mehr lebe. Ich entgegnete, mir sei das bekannt, weil sie bei mir war. Die Krankenschwester bat mich, beim Anziehen der Toten behilflich zu sein. Als ich mit ihr allein blieb, ließ mich der Herr wissen, dass sie noch im Fegefeuer leidet. Ich verdoppelte die Gebete für sie, aber trotz allen Eifers, mit dem ich immer für unsere verstorbenen Schwestern betete, irrte ich mich, denn statt 3 Tage für sie zu beten, wie die Regel vorschreibt, opferte ich nur 2 Tage auf. Am 4. Tag ließ sie mich wissen, dass sie von mir noch Gebet erwarte und es auch benötige. Sofort opferte ich in ihrer Meinung den ganzen Tag und noch mehrere dazu, so wie es mir die Nächstenliebe diktierte.
weil Schwester Dominika nach dem Tode sehr schön aussah und nicht den Eindruck einer Leiche machte, meinten manche Schwestern, sie könnte scheintot sein. Eine Schwester schlug vor, dass wir ihr einen Spiegel an den Mund halten, denn falls sie lebt, würde er von Atem beschlagen. Ich stimmte zu und wir taten, was wir vorher besprochen hatten. Der Spiegel wurde nicht matt, aber uns kam es vor, als sei er es wirklich. Aber der Herr ließ mich erkennen, wie sehr ihm das missfiel. Ich wurde hart ermahnt, nicht gegen meine innere Überzeugung zu handeln. Ich demütigte mich zutiefst vor dem Herrn und bat ihn um Verzeihung. Ich sehe einen bestimmten Priester, den Gott sehr liebt. Vom Satan aber wird er furchtbar gehasst, weil er viele Seelen zu großer Heiligkeit führt. Sein ganzes Anliegen ist ausschließlich die Ehre Gottes. Ich bete zu Gott, dass seine Geduld denen gegenüber standhält, die sich ihm fortwährend entgegenstellen. Wo der Teufel selbst nicht schaden kann, bedient er sich der Menschen. In der Nacht kam die Seele eines gewissen Fräuleins zu mir. Sie ließ mich ihre Gegenwart spüren und erkennen, dass sie meines Gebetes bedürfe. Ich betete eine Weile, doch ich spürte, dass ihr Geist nicht von mir wich. Da sagte ich in Gedanken, wenn du guten Geistes bist, so lasse mich in Frieden und die Ablässe von morgen werden für dich sein. In diesem Augenblick verließ der Geist mein Zimmer. Ich erkannte, dass er im Fegfeuer ist. Heute spürte ich die Leiden des Herrn an meinem Leibe stärker als sonst. Ich spürte, dass dies für einen sterbenden Sünder ist. Schreibe, ich bin dreimal heilig und verabscheue die kleinste Sünde. Ich kann eine Seele nicht lieben, die mit der Sünde befleckt ist. Aber sobald sie bereut, sind meiner Großzügigkeit ihr gegenüber keine Grenzen gesetzt. Meine Barmherzigkeit umfängt und rechtfertigt sie. Mit meiner Barmherzigkeit verfolge ich die Sünde auf all ihren Wegen. Und wenn sie zu mir zurückkehren, freut sich mein Herz. Die Bitterkeit, mit der sie mein Herz getränkt haben, vergesse ich und freue mich über ihre Rückkehr. Sage den Sündern, dass ich stets auf sie warte, dass ich am Pulsschlag ihres Herzens höre, wann es für mich zu schlagen beginnt. Schreibe, dass ich durch Gewissensbisse zu ihnen spreche, durch Misserfolg und Leiden, durch Gewitter und Blitze, durch die Stimme der Kirche. Wenn sie aber alle meine Gnaden zunichte machen, beginne ich zu zürnen und überlasse sie sich selbst und gebe, was sie begehren. Der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes. Am Abend erblickte ich in meiner Zelle einen Engel, den Vollstrecker von Gottes Zorn. Er trug ein helles Gewand, sein Antlitz leuchtete. Unter seinen Füßen war eine Wolke, aus der Donner und Blitze hervorgingen in seine Hände, und erst aus seiner Hand heraus berührten sie die Erde. Als ich das Zeichen von Gottes Zorn sah, das die Erde treffen sollte, besonders aber eine bestimmte Stelle, die ich aus triftigen Gründen nicht nennen kann, bat ich den Engel, eine bestimmte Zeit innezuhalten. Die Welt wird Buße tun. Meine Bitte war aber nichts angesichts des göttlichen Zornes. Da erblickte ich die heiligste Dreifaltigkeit. Die Größe ihrer Herrlichkeit durchdrang mich bis ins Innerste und ich wagte nicht, meine Bitte zu wiederholen. Im gleichen Augenblick fühlte ich in meiner Seele die Macht der Gnade Jesu, die in meiner Seele wohnt. Als mir diese Gnade bewusst geworden war, wurde ich augenblicklich vor den Thron Gottes entrückt. O, wie groß ist unser Herr und Gott und wie unbegreiflich ist seine Heiligkeit! Ich will mich nicht hinreißen lassen, seine Größe zu beschreiben, denn bald werden wir ihn alle sehen, wie er ist. Ich begann, Gott für die Welt zu bitten mit innerlich vernommenen Worten. Als ich so betete, sah ich die Ohnmacht des Engels, der die gerechte Strafe, die für die Sünden fällig war, nicht mehr ausüben konnte. Ich hatte noch niemals mit einer solchen inneren Macht gebetet wie damals. Die Worte, mit denen ich Gott anflehte, sind folgende. Ewiger Vater, ich opfere dir den Leib und das Blut auf, die Seele und die Gottheit deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, für unsere Sünden und die der ganzen Welt. Um seines schmerzhaften Leidens willen, habe mit uns Erbarmen. Am anderen Morgen, als ich in die Kapelle kam, hörte ich innerlich die Worte, so oft du die Kapelle betrittst, bete sofort das Gebet, das ich dich gestern gelehrt habe. Als ich das Gebet verrichtet hatte, hörte ich in der Seele die Worte, dieses Gebet ist zum Beschwichtigen meines Zornes.
Du wirst es 9 Tage lang wie den üblichen Rosenkranz beten, und zwar zuerst ein Vater unser und ein gegrüßet seist du Maria und dann das Glaubensbekenntnis. Anschließend an den Vater unser perlen die Worte: Ewiger Vater, ich opfere dir den Leib und das Blut auf, die Seele und die Gottheit deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, um Verzeihung zu erlangen für unsere Sünden und die der ganzen Welt. An den gegrüßet seist du Maria-Perlen wirst du wie folgt beten: Um seines schmerzhaften Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Zum Schluss wirst du 3-mal die Worte wiederholen: Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, erbarme dich unser und der ganzen Welt. Einmal, als ich durch den Korridor zur Küche ging, hörte ich in meiner Seele die Worte: Bete unablässig den Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit, den ich dich gelehrt habe. Wer auch immer ihn beten wird, der erfährt in seiner Todesstunde meine große Barmherzigkeit. Die Priester werden ihn den Sündern als letzten Rettungsanker reichen. Sollte es der verstockteste Sünder sein, falls er nur einmal diesen Rosenkranz betet, wird ihm die Gnade meiner unendlichen Barmherzigkeit zuteil. Ich wünsche, dass die ganze Welt meine Barmherzigkeit erkennt. Unbegreifliche Gnaden will ich jenen Seelen erteilen, die meiner Barmherzigkeit Vertrauen schenken. Versprechen des Herrn: Seelen, die dieses Rosenkranzgebet beten, werden von meiner Barmherzigkeit im Leben umfangen und besonders in der Stunde des Todes. Der Herr sagte mir, dass das Rosenkranzgebet 9 Tage lang vor dem Fest der Barmherzigkeit gebetet werden soll. Am Karfreitag soll es begonnen werden. In dieser Novene werde ich den Seelen alle Gnaden erteilen. Als ich in meine Abgeschiedenheit eintrat, hörte ich die Worte: Jede Seele, die dieses Rosenkranzgebet betet, verteidige ich in der Stunde des Todes wie meine Ehre. Auch wenn andere bei einem Sterbenden so beten, erhält er den gleichen Ablass. Wenn dieses Gebet bei Sterbenden gebetet wird, besänftigt sich der Zorn Gottes und unergründliche Barmherzigkeit umfängt die Seele. Die Tiefen meiner Barmherzigkeit werden durch die schmerzhaften Leiden meines Sohnes bewegt. O, würden doch alle erkennen, wie groß die Barmherzigkeit des Herrn ist und wie sehr wir alle dieser Barmherzigkeit bedürfen, besonders in dieser entscheidenden Stunde. Während des Betens hörte ich die Stimme: O, welch große Gnaden werde ich den Seelen verleihen, die diesen Rosenkranz beten werden. Das Innerste meiner Barmherzigkeit bewegt sich für diejenigen, die dieses Gebet beten. Schreibe diese Worte auf, meine Tochter. Verkünde der Welt meine Barmherzigkeit. Möge die ganze Menschheit meine unergründliche Barmherzigkeit kennenlernen. Das ist das Zeichen der Endzeit. Danach kommt der Tag der Gerechtigkeit. Solange noch Zeit ist, sollen sie zur Quelle meiner Barmherzigkeit Zuflucht nehmen. Sie sollen das Blut und das Wasser, das für sie entsprang, nutzen. O Seelen der Menschen, wohin werdet ihr flüchten am Tage des göttlichen Zornes? Nehmt jetzt Zuflucht zur Quelle der Barmherzigkeit Gottes. O, welch große Zahl von Seelen sehe ich, die Gottes Barmherzigkeit gepriesen haben und in Ewigkeit das Loblied singen werden. Heute Abend lag ein junger Mensch im Sterben. Er quälte sich sehr. Ich betete für ihn den Rosenkranz zur Barmherzigkeit, den mich der Herr gelehrt hatte. Ich betete ihn ganz, aber das Sterben zog sich dahin. Ich wollte die Allerheiligenlitanei beten, da hörte ich plötzlich die Worte: Bete den Rosenkranz zur Barmherzigkeit. Ich begriff, dass diese Seele starke Hilfe im Gebet und große Barmherzigkeit nötig hat. Ich verschloss mich in meinem Zimmer, legte mich in Form eines Kreuzes vor Gott auf den Boden und bettelte um Barmherzigkeit für diese Seele. Da spürte ich die große Herrlichkeit Gottes und seine große Gerechtigkeit. Ich zitterte vor Entsetzen, aber ich hörte nicht auf, Gott um Barmherzigkeit für diese Seele zu bitten. Ich nahm mein Kreuzchen von der Brust. Es war mein Gelübdekreuzchen, legte es auf die Brust des Sterbenden und sagte zum Herrn: Jesus, schau auf diese Seele mit einer solchen Liebe, wie du am Tag der ewigen Gelübde auf mein vollkommenes Brandopfer geschaut hast, und mit der Macht des Versprechens, das du mir für die Sterbenden gabst, wenn für sie deine Barmherzigkeit angerufen wird. Seine Qualen hörten auf, er verschied friedlich. O, wie sehr sollten wir für Sterbende beten,
machen wir Gebrauch von der Barmherzigkeit, solange die Zeit des Erbarmens wird. Ich erkenne immer besser, wie sehr jede Seele in ihrem ganzen Leben die Barmherzigkeit Gottes nötig hat, aber besonders in der Stunde des Todes. Der Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit ist, wie er es mir selbst gesagt hat, zur Beschwichtigung des göttlichen Zornes. 22.05.1937. Heute ist eine Hitze, die kaum auszuhalten ist. Wir sehnen uns nach Regen, er kommt aber nicht. Seit einigen Tagen ziehen Wolken am Himmel auf und dennoch regnet es nicht. Als ich auf die nach Regen dürstenden Pflanzen sah, packte mich Mitleid und ich beschloss, das Rosenkranzgebet so lange zu beten, bis Gott es regnen lässt. Nach dem Kaffee bedeckte sich der Himmel mit Wolken und es fiel dichter Regen auf die Erde. Dieses Gebet betete ich ohne Pause 3 Stunden lang. Der Herr ließ mich erkennen, dass man mit diesem Gebet alles erbitten kann. Meine Tochter, rege die Seelen an, das Rosenkranzgebet zur Barmherzigkeit zu beten, das ich dir gegeben habe. Mir gefällt es, ihnen durch dieses Gebet alles zu schenken, worum sie mich bitten. Die Seelen verstockter Sünder werde ich mit Frieden erfüllen, wenn sie dieses Gebet beten werden, und die Stunde ihres Todes wird glücklich sein. Schreibe für die betrübten Seelen, wenn die Seele die Schwere ihrer Sünden sieht und erkennt, wenn sich vor ihren Augen der ganze Abgrund ihres Elends, in das sie sich gestürzt hat, ausbreitet, soll sie nicht verzweifeln, sondern sich mit Vertrauen in die Arme meiner Barmherzigkeit werfen, wie ein Kind in die Arme seiner liebenden Mutter. Diese Seelen haben ein Vorzugsrecht auf mein mitleidiges Herz. Sie haben ein Vorrecht auf meine Barmherzigkeit. Sage ihnen, dass keine einzige Seele, die meine Barmherzigkeit anrief, enttäuscht oder beschämt worden ist. An einer Seele, die meiner Güte vertraut, habe ich besonderes Wohlgefallen. Schreibe, wenn dieses Rosenkranzgebet zur Barmherzigkeit bei Sterbenden gebetet wird, werde ich zwischen meinem Vater und dem Sterbenden nicht als gerechter Richter stehen, sondern als barmherziger Erlöser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren aus der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden
Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu, als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt, Jesus, ich vertraue auf dich. O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu, als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt, Jesus, ich vertraue auf dich. O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu, als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt, Jesus, ich vertraue auf dich. Amen.
Heilige Schwester Faustina, bitte für uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.